Für die Fraktion der Grünen hat jetzt die Abgeordnete Anders das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, nicht alle Menschen haben einen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung. Schätzungsweise sind es in ganz Deutschland 60.000 Menschen, denen eine Krankenversicherung fehlt, um gesundheitlich versorgt zu werden. Und hierzu zählen, Herr Bartelt hat sehr ausführlich die einzelnen Gruppen beschrieben, es sind zum einen Teil Menschen ohne Papiere oder ohne Aufenthaltstitel. Es sind Menschen ohne festen Wohnsitz oder auch Menschen, die eben aus persönlichen oder privaten Gründen aus der gesetzlichen Krankenkasse ausgeschlossen wurden. Und diese Lücken gilt es zu schließen. Und auf die spezifischen Probleme und die spezifischen Zielgruppen muss man auch gezielte Antworten finden. Und deswegen haben wir in unserem Koalitionsvertrag die Prüfung eines Gesundheitsfonds für die anonyme Behandlung festgeschrieben. Die Ausgestaltung eines solchen Fonds wird zurzeit geprüft, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch zu einer baldigen Umsetzung kommen. Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass der Fonds alleine sicherlich nicht die Vielschichtigkeit der Problematik angehen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, genau hinzuschauen, wer denn alles aus der gesetzlichen Struktur rausfällt. Und deswegen ist es z.B. dringend geboten, dass die Krankenkassen ihrer Beratungspflicht nachkommen. Viele hessische Krankenkassen tun das. Wenn man mit ihnen im Gespräch ist, weiß man, dass es dort Clearingstellen gibt, dass dort alles dafür getan wird, dass Menschen wieder zurück in die Versicherung kommen, dass nach fairen Lösungen gesucht wird, wenn Schulden entstanden sind. Aber es gibt eben immer noch Menschen, die auch hier keine Anlaufstelle haben. Und am meisten betrifft das eben dann die Menschen, die bereits in der Schuldenfalle sind. Deswegen muss man hier genau hingucken. Und es muss klar sein, zum einen muss der Versicherungspflicht nachgekommen sein, aber eine Gesetzesinitiative, wie Herr Bartelt sie vorgeschlagen hat, auf Bundesebene, dass es eben einen Erlass dieser Schulden gibt, ist dringend geboten. Wir sehen flächendeckende Clearingstellen in diesem Antrag. Und wie auch bereits schon in dem abgelehnten Gesetzentwurf, der ja sehr, sehr ähnlich diesem Antrag auch von heute ist, wird deutlich, dass die Clearingstelle eben noch keinen einzigen Menschen behandelt. Also flächendeckende Clearingstellen sind Beratungsstellen. Und wenn man eben die Kosten allein nur für diesen Verwaltungsbau sieht, dann könnte man dieses Geld direkt nehmen und Menschen komplett krankenversichern. Und das wäre sicherlich zielführender als eine Verwaltungsstruktur aufzubauen, die eben noch nicht den Menschen im Krankheitsfall auch wirklich hilft. Ja, weil das steht eben in Ihrem Antrag leider nicht drin. Wir reden hier von einer Summe von etwa 2,3 Millionen Euro, die das kosten soll. Und diese 2,3 Millionen könnte man dann durchaus auch nehmen, um einfach die Krankenversicherung zu zahlen und einen kompletten Zugang zu einer guten gesetzlichen Gesundheitsversorgung hier in Deutschland dann auch zu gewährleisten. Und damit würde man eben ein komplett neues System schaffen. Und das kann nicht unser Ziel sein, weil wir wollen diese Menschen in der gesetzlichen Versicherung und wir wollen, dass der Zugang zu der normalen Gesundheitsversorgung auch sichergestellt wird. Und eine große Gruppe, die wird es auch sicherlich immer geben. Das ist ganz sicher, dass es Menschen gibt, die aus diesem Regelsystem rausfallen. Wir haben von Wohnsitzlosen gesprochen. Wir haben aber auch von Menschen gesprochen, von EU-Bürgerinnen vor allem, die aus dem Versicherungsschutz rausfallen. Und da gibt es Anlaufstellen. Ich bin auch den vielen Ehrenamtlichen und den öffentlichen Gesundheitsämtern, die diese Behandlungen übernehmen, sehr, sehr dankbar für ihre niedrigschwelligen Angebote für genau diese Menschen.
Und hier braucht es eine bessere finanzielle Ausstattung. Und dem werden wir uns ja auch widmen. Wir haben das in der Prüfung mit dem Fonds im Sinn. Und dann muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wenn Sie immer wieder auch in Ihrem Antrag Thüringen hier als Beispiel nennen, dann kann man nur sagen, Thüringen hat dafür 250.000 € in ihrem Haushalt, 250.000 Euro. Und das sind relativ strenge Regularien und es sind vor allem sehr deutliche Deckungen, weil nämlich eine Behandlung nicht mehr als 500 € kosten darf. Und Sie können sich jetzt einmal überlegen, was allein eine Geburt zum Beispiel eines Kindes mit 3 Tage Krankenhausaufenthalt kostet. Da kommen Sie mit diesen 500 € leider auch nicht weiter. Genauso wird in dem Antrag davon gesprochen, dass es in Thüringen die Gesundheitskarte für die Geflüchteten gibt und dass Geflüchtete in Thüringen dieselbe Gesundheitsversorgung hätten wie alle anderen Menschen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und auch das entspricht leider nicht der Realität. Denn das, was in Thüringen geschaffen wurde, ist einfach nur eine Form der Abrechnung. Während in Hessen Geflüchtete mit einem Krankenschein abgerechnet werden, passiert das in Thüringen mit einer Krankenkassenkarte. Aber die Leistungen unterscheiden sich kein bisschen. Die Leistungen in Hessen für Geflüchtete sind exakt dieselben wie in Thüringen. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir das Bundesgesetz ändern. Dann müssen wir Asylsuchende genauso gleichstellen wie z. B. ALG-II-Empfänger. Und dafür setzen wir uns als GRÜNE schon lange ein. Und weil Sie auch das Thema der psychosozialen Beratung angesprochen haben, auch das, das möchte ich bitte ganz deutlich betonen, ist in dem Versicherungsschutz von Geflüchteten mit inbegriffen. Es ist eine therapeutische Hilfe als Regelleistung für Asylbewerber mit enthalten. Und auch zu den psychosozialen Zentren kann man sagen, dass wir die Unterstützung und die finanzielle Sicherung im Sozialbudget abgesichert haben. Und das ist eben eine Sicherung immer über die ganze Legislatur hinweg. Und wir hier in Hessen wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Doch für die Nichtversorgung gibt es eben spezifische Problemlagen und spezifische Lösungen gemeinsam mit den Krankenkassen, gemeinsam mit dem Bund und mit den Anlaufstellen der Versorgung sind wir in wichtigen Gesprächen und wir werden diese Gespräche auch dazu führen, dass wir die Versorgung verbessern und dass wir auch die finanzielle Verbesserung bald auf den Weg gebracht haben. Danke. Vielen Dank, liebe Frau Anders. Als nächstes rufe ich Frau Dr. Sommer auf. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gesundheit ist ein Menschenrecht, und alle Menschen müssen einen barrierefreien Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Und Clearingstellen, ja, das ist so, die behandeln nicht, aber die können den Zugang zu notwendiger Gesundheitsversorgung eben für alle Menschen schaffen. Aus unterschiedlichen Gründen gibt es viele Nichtversicherte, das hat Herr Dr. Bartelt schon erwähnt. Sie alle haben das Problem, dass sie faktisch von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen sind. Das kann nicht unser Anliegen und unser Interesse sein. Wie das in der Praxis aussieht, das haben wir bei der Anhörung erfahren, das haben wir bei der Kundgebung erfahren vor 3 Wochen. Und das Land Hessen ruht sich derzeit auf der ehrenamtlichen Arbeit und dem Einsatz der Hilfsorganisationen aus, die sich unermüdlich einsetzen, diesen Gesundheitsschutz zu ermöglichen und zu helfen. Deswegen ein herzliches Dankeschön an all diese Menschen. Dankeschön, dass Sie diese Lücke versuchen zu schließen. Aber, meine Damen und Herren, Nicht-Ehrenamtliche sind dazu verpflichtet, diese Lücke zu schließen, sondern das Land Hessen.
Diese Lücke nicht zu schließen, heißt, dass die Verantwortlichen im Land der menschenrechtlichen Verpflichtung der körperlichen Unversehrtheit und Krankenversorgung nicht nachkommen. Das muss sich ändern. Und im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis die Grünen steht die Prüfung drin. Frau Anders hat es auch gesagt, für den Fonds, damit endlich der anonyme Krankenschein bzw. die Krankenbehandlung ermöglicht wird. Das wird lange Zeit. Andere Länder haben das schon. Und hier in Hessen ist es eben immer das gleiche Muster, immer Ankündigungen, aber faktisch tut sich nichts. Die Betroffenen und all jene, die helfen, fühlen sich alleingelassen. Und deswegen ist es auch ein Hohn, wenn das Medinetz in Gießen und Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in Offenbach mit dem Hessischen Integrationspreis 2021 ausgezeichnet worden sind, statt diese Arbeit strukturell zu honorieren und dafür Sorge zu tragen, dass die Versorgung aller Menschen sichergestellt wird, meine Damen und Herren. Dabei hatte der Sozialminister Klose öffentlich verkündet, auch hier einen hessischen Weg einzuschlagen. Darauf warten wir noch immer. Ein Konzept oder eine Lösung liegt bislang noch nicht vor. Heute kam die Beantwortung einer Kleinen Anfrage dazu. Auch da steht nur drin, man prüfe. Wenngleich die Kollegen von CDU und Grün bei der Kundgebung vor 3 Wochen versprachen, dass dies noch vor Ende der Legislatur kommen würde. Ich bezweifle das nach der heutigen Antwort, aber vielleicht erzählt uns Herr Klose gleich auch etwas anderes. Denn Krankheiten warten nicht auf die Landesregierung, sondern sie sind da. Und oftmals müssen sie einfach akut behandelt werden. Und ich möchte deswegen auch noch einmal 2 Aspekte aufgreifen, die ein Kollege bei der Koalition bei der Kundgebung von sich gegeben hat. Erstens, ja, es gibt Selbstständige, die nicht in die Krankenkasse einbezahlen. Dass sie das nicht tun, weil sie dazu keine Lust haben, das möchte ich hier. Doch, das wurde öffentlich behauptet, und dem möchte ich widersprechen. Das war eine Diffamierung. Das ist nicht in Ordnung. Wer das behauptet hat, hat, glaube ich, nicht mitgekriegt, was in der Pandemie sich noch einmal verschärft hat, nämlich, dass viele Selbstständige und Soloselbstständige, denen ging es schlecht. Sonst hätten wir nämlich alle nicht diese Überbrückungs- und Unterstützungsprogramme gebraucht. Und niemand zahlt aus Jux und Tollerei keine Krankenversicherungsbeiträge, sondern aus Not, weil das Geld fehlt. Es hat einmal jemand so beschrieben, zu reich, um vom Staat zu leben, und zu arm, um versichert zu sein. Die Zahlungen an die Kassen sind oft in Notsituationen nicht erschwinglich. Das zeigt die Erfahrung. Und Not- oder Basistarife helfen da auch nicht weiter. Und wir haben schon eben von den Beitragsschulden gehört. Das ist ein riesengroßes Problem. Und Menschen, die dann in so schwierigen Lagen sind, die Kraft aufbringen und sich um Versicherungsschutz bemühen, sehen sich dann mit hohen Schulden konfrontiert. Die haben dann Angst vor diesen Schulden. Und trotz Rechtsanspruch entscheiden sie sich gegen die Versicherung. Und abgesehen davon führen auch Beitragsrückstände zu einem stark eingeschränkten Leistungsanspruch. Und meine Damen und Herren, genau da wird diese Beratung und Hilfe so essentiell. Wir brauchen Clearingstellen, wir brauchen den anonymen Krankenschein. Und wenn Sie mir nicht glauben, möchte ich gerne aus der Anhörung aus dem Protokoll 2037 zitieren. Viele Menschen kommen erst zu einem späten Zeitpunkt der Krankheit, zu dem sie schon extreme Beschwerden haben, zu uns, weil sie vorher sich nicht getraut haben. Insofern ist bei ihnen eine Chronifizierung von Krankheiten sehr viel wahrscheinlicher als bei vielen von uns. Das kann auch deutlich häufiger zu Notfallbehandlungen, Not-OPs und stationären Aufhalten führen, die viel kostenintensiver sind. Das lässt die Kosten explodieren und wäre eigentlich nicht nötig. Zitat Ende. Ein zweiter Punkt. Die ebenso falsche Behauptung von Kollegen war, es sterbe in Hessen keiner
nur weil man nicht versichert sei. Ich möchte an Frau Lehmann aus der Anhörung erinnern. Sie sagte, dass wenn die Kassen leer sind, weil die Spendengelder aufgebraucht sind, keine Operation mehr genehmigt würde. Was meinen Sie, was passiert, wenn OPs und notwendige Behandlungen nicht stattfinden können? Auch auf der Kundgebung wurde uns berichtet, dass Betroffene manchmal verstorben sind, weil die Hilfe zu spät kam. Das können Sie nicht einfach wegdiskutieren, dass das in Hessen nicht vorkäme. Hier ist eben nicht alles gut. Und die Initiativen müssen mit dem Geld, was sie haben, genauestens haushalten. Das führt nicht gerade zur Begeisterung von denen, die dort helfen, denn die sind angetreten, um den Patienten bestens zu helfen. Auch Herr Dr. Zimmer berichtete, dass die Palliativversorgung sterbender Patienten nicht möglich sei, das SAPV-System und Hospize für sie nicht zugänglich seien, Dauermedikation nicht möglich ist, wie Insulin beispielsweise, weil die Kosten nach oben explodieren. Die Geburtshilfe haben wir schon gehört, und auch die Versorgung von Kindern ist sehr schwierig. Frau Lehmann sagte, wenn wir kein Geld mehr bekommen, bleibt es so, wie es ist. Das ist brutale Realität. Und noch ein aktuelles Beispiel. An Weihnachten sagte Frau M., da konnte man es schon spüren. Er war still beim Essen. Im April krümmte er sich vor Schmerzen. Er ging zum Arzt. Diagnose: 2 Tumore, Metastasen. Prognose: 3 bis 4 Monate. Das war Anfang Mai. Vielleicht wäre er auch mit Versicherung niemals zur Vorsorge gegangen, aber er hätte die Wahl gehabt. Ihr Mann wurde schmaler, die Muskeln weniger, die Haut wie Pergament. Es sei erstaunlich, wie schnell das geht. 3 Wochen, also vor ein paar Tagen, war es zu Ende. Lesen Sie die Protokolle der Anhörung. Erinnern Sie sich und nehmen Sie zur Kenntnis, was wirklich los ist. Da müssen Sie doch endlich gegensteuern, meine Damen und Herren. Sie können doch nicht solche Aussagen machen. Die Realität der Ärmsten, der Armen, wird das in keinster Weise gerecht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal daran erinnern, dass wissenschaftlich bewiesen ist, dass Arme deutlich kürzer leben als Reiche, so auch das RKI. Je ärmer, je kränker, stimmt leider auch noch heute. Und das hat sich in der Pandemie verschlimmert. Arme Menschen sind kränker geworden. Die gesundheitliche Situation hat sich verschlechtert. Und bereits vor der Pandemie haben arme Menschen 12 Jahre kürzer gelebt als Reiche. Das ist alles andere als zufriedenstellend und sollte die Verantwortlichen aufrütteln, endlich diese Gruppe in den Fokus zu rücken. Gesundes Aufwachsen, gesundes Leben und gesundes Alter für alle Menschen gleichermaßen zu ermöglichen. Und ich komme zum Schluss. Mit der Schaffung von Clearingstellen und das zur Verfügung stellen von dem anonymen Krankenschein kann das Land Hessen seiner Verpflichtung der Gesundheitsversorgung auch für nicht versicherte Menschen ein Stück näher kommen. Daher stimmen wir dem Antrag entschieden zu und hoffen, dass sich die Landesregierung nicht totprüft, sondern endlich tätig wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als nächstes gebe ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es war das Jahr 2007, in dem Bundestag und Bundesrat beschlossen haben, dass alle Menschen in Deutschland zum 1. Januar 2009 krankenversichert sein müssen. Und diesem Gesetz zugrunde liegende Gedanke ist uneingeschränkt richtig. Alle Menschen in Deutschland müssen im Krankheitsfall versorgt sein, und niemand soll sich aus wirtschaftlichen Gründen gegen eine notwendige medizinische Behandlung entscheiden müssen.
Mit diesem Gesetz ist Deutschland im Vergleich zu vielen anderen auch vergleichbar wohlhabenden Ländern eigentlich gut aufgestellt. Und trotzdem gibt es leider weiterhin Menschen, die trotz dieser gesetzlichen Regelung aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von Ängsten oder widriger Umstände aus dem System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung herausfallen. Und seit der genannten Einführung der Krankenversicherungspflicht sinkt ihre Zahl zwar, die Entwicklung zeigt also in die richtige Richtung, dennoch hängt die medizinische Versorgung zu vieler Menschen vom freiwilligen humanitären Engagement einzelner Ärztinnen und Ärzte oder nichtstaatlicher Organisationen ab. Betroffen sind unter anderem Obdachlose und Geflüchtete, aber insgesamt eine durchaus heterogene Gruppe, darunter beispielsweise auch Selbstständige, die den Beitrag für ihre private Krankenkasse nicht oder nicht mehr aufbringen können, oder auch EU-AusländerInnen, die sich im Dschungel der unterschiedlichen Ausgestaltung des Sozialrechts in Europa verlaufen haben. Wir haben es also mit ganz unterschiedlichen Personengruppen zu tun, die dann auch jeweils unterschiedliche und auf sie zugeschnittene Lösungen brauchen. Ein großer Teil von ihnen dürfte sogar einen Anspruch auf die Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung haben. Und hier sind ja die Krankenkassen auch zur Beratung verpflichtet. Dieses Angebot kommt aber leider nicht bei allen Betroffenen an. Einige Gruppen benötigen also eine niedrigschwelligere Unterstützung für den Wiedereintritt in die Krankenversicherung. Hier wollen wir zu einer Verbesserung beitragen. Der Spielraum der Länder ist im Feld der Krankenversicherung aber begrenzt. Denn auch dieses Feld ist im Wesentlichen durch Bundesrecht geprägt. Und deshalb sprechen wir mit den Spitzen der Krankenkassen in Hessen, um Möglichkeiten auszuloten, wie die Versorgung auf Landesebene verbessert werden kann. In Hessen, Sie haben es, glaube ich, beinahe alle erwähnt, besteht dankenswerterweise ein Angebot, ein dichtes Netz an Angeboten, die Menschen ohne Krankenversicherung unterstützen. Ich will die Clearingstellen in Frankfurt und Wiesbaden, aber auch die Informationsmöglichkeiten der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland nennen. Diese Angebote müssen allerdings besser miteinander vernetzt und auch bekannt gemacht werden. Darüber hinaus bestehen die sogenannten humanitären Sprechstunden, die kostenlos und auf Wunsch auch anonyme allgemeinärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und zahnärztliche Sprechstunden für Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland oder Menschen ohne festen Wohnsitz anbieten. Hier will ich insbesondere die humanitäre Sprechstunde des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt am Main hervorheben. Dazu kommen die Angebote der Medinetze und die Maltesermedizin für Menschen ohne Krankenversicherung. Allen, die das auf die Beine stellen und Menschen in dieser schwierigen Situation unterstützen, insbesondere den Ehrenamtlichen, danken wir natürlich sehr. Und ich will da ausdrücklich sagen, Frau Dr. Sommer, Sie haben gesagt, es sei ein Hohn, dass die den Integrationspreis bekommen haben. Mein Eindruck war bei der Verleihung des Preises, dass diese Organisationen das keineswegs als Hohn verstanden haben. Und sie haben die Gelegenheit auch genutzt, ihr Anliegen sehr direkt auch noch einmal bei uns zu platzieren. Vielen Dank dafür. Ich will an dieser Stelle, der Name ist heute leider noch gar nicht gefallen, ich will an dieser Stelle auch ausdrücklich Gerhard Trabert nennen, der diesem Thema zusätzliche Öffentlichkeit verschafft und den der Bundespräsident ja heute unweit von hier in Mainz einen Besuch abstattet. Meine Damen und Herren, der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, er muss regelhaft allen Menschen in Deutschland ermöglicht werden. Unabhängig von ihrer gesundheitlichen Situation, ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion oder ihrem Aufenthaltsstatus. Geflüchtete, Asylsuchende und geduldete Menschen haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Anspruch auf notwendige medizinische Leistung. Das Gesetz ermöglicht die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln. Und die Frage, in welcher Form das dann gewährleistet wird, ist wirklich nicht die entscheidende, weil der Leistungskatalog, so wie es Kollegin Anders gesagt hat, ist exakt der gleiche. Und auch die Versorgung Schwangerer und der Anspruch auf Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen ist dadurch abgedeckt. Auch Psychotherapie ist möglich.
Mit der Anerkennung werden Geflüchtete Teil der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich freue mich deshalb, weil das ein absolut richtiger Schritt ist, dass seit gestern über 14.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die in Hessen leben, die Möglichkeit haben, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Wünschenswert wäre, dass dieser Wechsel allen geflüchteten Menschen ermöglicht wird oder sie früher eine andere vergleichbare Versorgung erhalten. In anderen Flächenländern wurde dazu eine Rahmenvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen geschlossen, denen die Kommunen dann beitreten konnten. Das ist grundsätzlich eine durchaus gute Idee. Es haben sich dort aber viele Kommunen gegen den Beitritt zu dieser Rahmenvereinbarung entschieden, sodass ein Flickenteppich der unterschiedlichen gesundheitlichen Versorgung Asylsuchender innerhalb eines Bundeslandes entstanden ist. Und ich glaube, eine solche Situation bringt wirklich niemanden weiter. Wir arbeiten deshalb weiter an einer guten und flächendeckenden Lösung für alle Geflüchteten in ganz Hessen. Gesellschaftliche und gesundheitliche Herausforderungen durch Pandemien wie Corona oder mitgebrachte Reiseerkrankungen erfordern auch neue innovative Konzepte zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Menschen in unserem Land. Hier haben wir nicht nur in den vergangenen Monaten gezeigt, dass wir durch den gewachsenen engen Austausch zwischen Wissenschaft, Krankenkassen und Gesetzgeber schnelle und effiziente Lösungen finden und umsetzen können. Und wenn in einem Ressort der Begriff Ausruhen, Frau Dr. Sommer, nun wirklich in den letzten 2,5 Jahren ein Fremdwort war, dann im Ministerium für Soziales und Integration, dessen MitarbeiterInnen diese Pandemie seit 2,5 Jahren zuvorderst in der Gesundheitsabteilung bekämpfen. Und deshalb weise ich diesen Vorwurf auch ausdrücklich zurück. Man kann natürlich so tun, als ob das... Herr Staatsminister, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Dr. Sommer? Aber sicher. Ja, vielen Dank, Herr Minister Klose. Also ich habe gesagt, Sie ruhen sich auf den Ehrenamtlichen aus. Also Sie haben nicht das Gefühl, dass die Ehrenamtlichen eine Lücke schließen, die eigentlich in die Gesundheitsversorgung gehört und wo das Land eigentlich auch seinen Beitrag zu leisten könnte? Ich sagte gerade, es hat sich niemand ausgeruht, weder auf Ehrenamtlichen noch auf sonst etwas. Und trotzdem ist es so, und auch das habe ich in meiner Rede gesagt, dass die Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung im Moment im Wesentlichen durch ehrenamtliche Strukturen, aber auch durch kommunale Strukturen, die ich ebenfalls genannt habe, geleistet wird. Also beides ist richtig, und der Vorwurf des Ausruhens ist dennoch falsch. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, ja, diese 2,5 Jahre Pandemiebekämpfung bis hierhin haben in einem Ministerium natürlich dazu geführt, dass nicht alle Projekte so weit vorangetrieben worden sind, wie ich mir das auch selber vorgestellt habe oder wie wir uns das gewünscht haben. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist ein Fakt. Dazu kann ich aber auch locker stehen, denn dieses Haus hat in diesen 2,5 Jahren ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Hessen vernünftig mit dieser Pandemie umgegangen ist. Meine Damen und Herren, Menschen ohne Krankenversicherung brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Wir sind uns im Ziel doch einig. Wir teilen dieses Ziel. Wir haben es deshalb auch im Koalitionsvertrag verankert. Und natürlich arbeiten wir selbstverständlich intensiv weiter daran. Ich weiß nicht, ob das Ihre Vorstellung einer Legislaturperiode ist, aber wir jedenfalls hören nach 2/3 einer Legislaturperiode nicht auf zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, wir haben den neuen Schwung und die neue Dynamik des Dienstags gerne mitgenommen. Deshalb danke ich ausdrücklich heute auch noch einmal den 5 Kolleginnen der Opposition, die sich genau das am Dienstag auch gewünscht haben und das mit ihrer Stimme ausgedrückt haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Es gibt nun eine weitere Wortmeldung, also die zweite Runde mit Redezeit 5 Minuten. Frau Abgeordnete Böhm hat sich gemeldet.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe heute insbesondere bei den Koalitionsfraktionen insbesondere den Begriff prüfen gehört. Sie prüfen, 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 prüfen. Das Prüfen geht auf Kosten der Ehrenamtlichen. Könnten Sie ein bisschen ruhiger sein, die Kollegen von der FDP? Bitte schön. Das Prüfen geht auf Kosten der Ehrenamtlichen. Und ich denke, alle, die bei dieser Anhörung dabei sind, haben gehört, wie stark belastet die Ehrenamtlichen durch dieses frei gewählte Ehrenamt sind, weil sie oft genug Menschen sagen müssen, nein, es ist kein Geld mehr da für deine Gesundheitsbehandlung. Und das noch weiter zu prüfen, ich finde, das grenzt schon an Menschenverachtung, auch wenn ich natürlich die Belastung des Ministeriums sehe. Und es geht natürlich auf Kosten des Leidens und teilweise auch auf das Leben von Menschen. Und ich finde, das sind Gründe, warum man wirklich eine Prüfung jetzt schneller machen muss. Wenn Sie den Bedarf dafür sehen. Sie haben ihn im Koalitionsvertrag, Sie haben es auch deutlich gesagt, Sie sehen einen Bedarf, dann müssten jetzt Handlungen des Landes kommen. Ich will noch auf einige Argumente eingehen, die Sie gebracht haben. Das Beitragsschuldengesetz, Herr Bartelt, das war nicht sehr tauglich. Darüber haben wir schon einmal gesprochen. Aber warum haben Sie es denn nicht in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht, wo Sie in der Regierung waren? Da hätten Sie doch alle Zeit und Möglichkeiten dazu gehabt. Und auch Herr Klose, wenn Sie sagen, es sollen alle versichert sein, es sind verdammt noch einmal viele nicht versichert. Und dieses Gesetz war ebenso untauglich wie das andere. Es hat dazu geführt, dass die Asylsuchenden nicht mit aufgenommen worden sind. Es führt dazu, dass ganz viele Menschen, die hier keinen legalen Status haben, nicht aufgeführt sind. Und es führt zu der unsäglichen Situation, in die Selbstständige reinkommen. Alles Gesetze, die natürlich, dann kann man sagen, das ist blöd, dass wir das auf Landesebene hier regeln müssen, aber es ist tatsächlich notwendig, weil es um Leben und Leiden von Menschen geht. Und das sage ich noch einmal. Und ich denke, das ist das Kriterium, nach dem diese Landesregierung auch unbedingt handeln muss. Ich denke, meine Kollegin Sade Zömnis, die jetzt leider gleich weg muss, deswegen vertrete ich sie hier, hat deutlich gesagt, wie wichtig diese Clearingstellen sind. Die gesetzlichen Krankenversicherungen machen das nicht ausreichend. Jede Clearingstelle schafft es, bei 60% der Antragstellung die Leute wieder in die Krankenversicherung reinzukriegen. Die gesetzlichen schaffen das leider aktuell nicht. Klar, da müsste man etwas ändern, da müsste man den Druck erhöhen. Aber wenn das doch erfolgreich ist, dann ist es doch ein sinnvolles Instrument, vielleicht nur für eine gewisse Zeit diese Clearingstellen. Vielleicht kann man die ja auch irgendwann wieder ausdünnen, sagen, ja, jetzt müssen doch dafür gesorgt werden, dass diese Menschen wieder in die Krankenversicherung reinkommen und dass die keinen behandeln. Frau Anders, wir haben Ihnen erklärt, diese Clearingstellen sollen gemeinsam mit den ehrenamtlichen Ambulanzen arbeiten, weil die Ambulanzen bekommen mit, wenn Leute nicht krankenversichert werden. Und dann können die in der Clearingstelle beraten werden, sodass sie wieder in die Krankenversicherung reinkommen. Das ist doch ein sinnvolles Konzept. Und ich verstehe immer noch nicht, warum Sie unseren Gesetzentwurf abgelehnt haben. Ich will noch einmal zu den Kosten kommen. Sie vergleichen sich dauernd mit Thüringen. Thüringen hat ein Drittel der Einwohnerinnen von Hessen. Es hat eine wesentlich geringere Wirtschaftskraft. Ich denke, das dürfte bekannt sein. Ich weiß nicht, warum Sie sich in anderen Fragen dann andere Ziele nehmen, aber jetzt auf einmal mit Thüringen vergleichen. Also ein bisschen mehr Ambitioniertheit hätte ich mir in Hessen doch gewünscht. Und mit 250.000 €, natürlich ist es schwierig, damit ein Konzept zu entwickeln. Das verstehe ich natürlich, weil es ist gar nicht möglich, mit diesem Betrag
rumzukommen und einen Behandlungsfonds und Clearingstellen, was im Haushalt ja drinsteht, tatsächlich umzusetzen. Deswegen ist es natürlich schwierig. Also entscheiden Sie sich. Sie haben die 250.000 von diesem Jahr. Legen Sie nächstes Jahr noch einiges drauf und machen dann eine vernünftige Einrichtung, sodass es tatsächlich möglich ist, Menschen ohne Krankenversicherung hier auch zu behandeln. Frau Böhm, ich muss Sie bitten, zum Ende zu kommen. Ja, also ich hoffe es nicht, Frau Sommer, dass sich die Landesregierung bis zum Tode prüft. Weil ich denke, dieser Tod, der ist meistens nicht bei der Landesregierung hier nicht, das wird nicht stattfinden, sondern eher bei den Betroffenen. Und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm. Wir überweisen den Antrag in den SIA.